Schon. Hat jemand bedacht, dass der ganze Wald dann jetzt abfackelt? Ja. So. Hoffe ich, ja, hier, nicht richtig. Darf jetzt nur nicht anfangen zu regnen. Ah, da hinten geht's schon los. Wir hätten das vielleicht von unten anzünden sollen, aber egal. Ich habe auch innen drin viel angezündet. Kommt, wenn ihr zum Portal an den Baum da kommt, davon aus könnt ihr auch durchs Fenster reinsehen, wie es brennt. Da steht sogar noch mein Boot. Steht auf den Bäumen, die ich gerade anfange zu fällen. Ups. Ups. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. So, wer hat Stockbrot und Grillwürstchen mit? Ich nicht, ich dachte, das wäre deine Aufgabe. Ich will mal da hinten rumklettern, weil ich sehe, wie viele Bäume schon brennen. Ich komm mit. Hast du noch einen Flint? Nein, ich habe das Gravel dann auch drinnen gelassen gehabt. Okay, ich versuche mal einen Flint zu bekommen. Willst du noch mehr anzünden oder was? Für Notfall, ach ja, ich habe ja eine Lackspitzhacke. Oh, ich hör's schon. Ja, hier oben brennen die Bäume schon. Ah, geil. Oh Mann, ey. Ich hab mal die andere Seite hier vorne auch noch mit angezündet, nur für den Fall, dass es sich nicht ausbreitet genug. Aber es war trotzdem irgendwie ein Reinfall. Alter Ike, gefährliche Position dort. Ich hab doch Feather Falling auf den Schuhen. Und ich hab einen Wassereimer dabei. Das ist halt aber echt nichts. Im Vergleich zu den Massen, die ich dachte. Ja, war echt enttäuschend. Ein einziges Totem zu haben am Ende. Ja, hier hinten brennt jetzt der Wald. Ich habe mir extra meine Netherite-Rüstung angezogen, weil ich dachte, das wird jetzt voll gefährlich. Das war wirklich enttäuschend. Die Melonen werden überleben und die Kürbisse. Ey, wieso hast du... Du hast keinen Rückstoß! Hä? Haha! Ich stehe jetzt im brennenden Gebäude. Wir stehen oben drauf. Sag mal... Da oben hörst du mal auf jetzt, Darko! Warum hast du keinen Rückstoß? Ike, guck mal in Richtung Eingang nach unten. Ja. Puh. Hiervon ist halt echt nicht mehr viel übrig.
Ich habe genug Fahrzeug, um in der Notfall das ganze Menschen abzufackeln. Gut. Der Wald beim Netherportal brennt jetzt auch schon. Ich baue die Kisten ab, um zu sehen, ob was rausploppt. Ich habe aber eigentlich alle Kisten gecheckt. Ja, Ike hat das Totem gefunden, Ike kann es auch behalten. Oder zankt sich CO2 jetzt noch drum? Nee. Ich hätte zwar gern auch eins gehabt, aber dafür hätte ich was töten müssen. Ich habe halt zwei Viecher gekillt am Ende. Ja gut, Ike war aber auch nicht gerade der furchtlose Ritter. Er hat mit dem Bogen alle gekillt. Was ja sonst deine Aufgabe ist. Warum? Ich habe keinen Schuss mit dem Bogen abgegeben. Aber du bist der, der sonst immer mit dem Bogen rumrennt. Nee, immer mit... Also in Vanilla, in dem Projekt, war ich nie ein Bogenfreund. Da hattest du immer schon von Anfang an den Bogen. Nee, von Anfang an auch nicht. Und selbst du hast am Anfang mit dem Bogen rumgeschossen. Das sieht man sogar noch in den Folgen. Ja gut. Wie gesagt, Ike kann ihn gerne haben. Ich lauf schon mal wieder zurück. Und ist Ike auch der, der beim Endkampf ganz vorne in erster Reihe steht. Oh, wow. Ich wollte gerade meine Items da reinwerfen, Ike. Ist er doch sowieso. Kannst du doch jetzt auch noch. Wieso habt ihr alle... Der hat immer noch jetzt. Nach dem dritten Hit hat er Rückstoß. Das ist... Ja, Knockback Resistance. Also jetzt mache ich auch mal mit. Du musst überlegen, wir haben Netherite an dir. Gibt Knockback Resistance. Achso, oh wow. Ja gut. Ja. CO2 mutet sich jetzt erstmal wieder für 4 Jahre. Ja, sofort. Und jetzt. Ich treue jetzt Ike. Ja, genauso wie dich. Mich kannst du nicht trollen. Ich bin schon zurück. Ja, nee, ich hab da oben gestanden und hab überlegt, ob ich dir einfach Blöcke vor die Nase setze, so wie ich bei ihm gemacht habe. Oder ob. Oh, mir fällt gerade ein, wir hätten einfach Lava-Eimer die Treppe runterfließen lassen müssen. Nee. Das wäre assi gewesen. Weil im Nether muss eigentlich dann ordentlich schnell zurücklaufen. Ich hab Blöcke in der Hand, zweitens wär's assi gewesen. Also, was woran Ike gestorben hätte sterben können, hätte ich nicht gemacht. So, und Start. Was machen wir jetzt? So, das End suchen. Ja, jetzt schon. Oder einer begibt sich auf die Reise, sucht das End und. Haben wir doch schon alles. Ich weiß ja, wo es ist. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge zum End daddeln. Hab ich kein Problem damit. CO2, wie viele Blöcke brauchtest du jetzt? Ja, das ist egal. Wir werden jetzt nicht im Instant Beacon aufbauen. Das ist dann für meiner Meinung nach zu lame. Nee, ich meine für hier können wir. Achso, den hast du abgebaut. Dann. Warte mal, wir gehen ins End. Also kannst du aber noch was eben schnell abbauen. Warte mal ganz kurz. Ich hab nicht mal eine Enderperle, wow. Ach stimmt! Leute, wir brauchen noch 8 Stück, 10 Stück. Die hier kannst du mal eben. Ich hab dir ins Haus geworfen. Stimmt, da war ja was. Wir brauchen ja noch ein paar von diesen Scheißzeug. Ich hab 7. Ich hab gar keine. Ich könnte eine haben. Aber? Ich weiß es nicht. Dann lohnt's nach. Ich hab 3. Ich hab ja meine, die ich hatte, alle für die Elevator verballert, die überall verbaut sind. Gut, ich brauch Blaze Powder. Ich hab 12 Blaze Powder. Ich hab noch ein paar Blaze Rods. 4 Blaze Powder hab ich. Und wir haben in der Farm auch noch, also in der Mob Farm auch noch welche. Ich hol die eben aus der Mob Farm.
Ja, es reicht doch schon, 12 Blaze Powder, mehr brauchen wir nicht. Ich hab 4. Also. Und wir haben hier in der Mob-Farm noch mehr als genug. Ja, 4 zählt vielleicht, gibst du dir einfach. Ike, wir brauchen 2, 3 Boote. Was brauchst du, brauchen wir? Boote. Hast du keinen unterirdischen Weg dahin gebaut? Reicht doch nicht für knapp 3000 Blöcke. Oh, guck mal. Der Baum ist endlich abgebrannt. Oh, da haben wir Glück gehabt, ehrlich gesagt. Hier sind alle Bäume abgebrannt. Die sind nämlich bis ans Haus von Dings gegangen. Ich habe ein Boot und ich habe gleich 3 Boote. Ach, schade, das wäre geil. Ping-Pong, lass mal Ping-Pong damit spielen. Oh, langweiler. Ja, das war... Wow. Er ist auch langweilig. Dann mache ich jetzt hier ja, Folgenende.